So, zuallererst erstmal richtig tief durchatmen. Das waren richtig anstrengende Tage. Jedenfalls für zwei Helden aus der Gruppe. Und dann sollten wir noch ein wenig hier die Reihenfolge ändern. So. Und dann können wir uns auch langsam aufmachen Richtung Warnheim. Wo wir gerade hier sind. Torwall ist ja doch eine recht gute Einkaufsmöglichkeit. Wir wollten starke Zaubertränke kaufen. Die haben nämlich gefehlt. Die ganzen Flaschen sollten wir schon mal wegschmeißen. Und ja, jetzt wird wieder eine Weile Inventarmanagement kommen. Aber das ist richtig und wichtig, denn wir wollen erstmal den Daspota wieder schön plündern können, später. Und dann auch nachher genug Platz haben für Ressourcen, um die Herberge nochmal anzugehen. So, du hast ein Florett, das ist auch soweit noch heil. Gut. Du hast hier ein Bastardschwert. Das kannst du mal lieber Tirik geben. Ja, das mit dem Gewicht müssen wir jetzt eh nicht mehr ganz so drauf achten, da wir jetzt ja fleißig immer vor den besonderen Sachen die Gulmornblätter essen. Also sobald wir nach das Brot reingehen oder in die Herberge oder dergleichen. Sobald irgendwie Gefahr droht, knabbern die erstmal in den Kräutern. So, noch mehr Flaschen. Das müsste es jetzt aber gewesen sein. So, Yallen hat ihre Ersatzwaffe. Sie hat gar keine Pfeile mehr. Wie schaut es bei Myrrhm aus? Myrrhm hat ihr Mangbilar. Das war so eigentlich nicht gedacht. Denn das Ding zählt auch als. Oh, doch, das zählt als Stichwaffe. Aber wird wahrscheinlich nicht besonders viel Schaden machen und auch keine gute Attacke Paradewerte haben. Ich gucke einfach mal ganz kurz. 10, 8. 7, 5. Ja, nee, das muss nicht unbedingt sein. Und komischerweise klappte das mit den Giften auch nicht so gut. Also, wo hatten wir das eigentlich genau ausprobiert? Ich glaube, bei den Ghoulen ging das nicht, aber das macht ja auch Sinn, dass die nicht für Gift anfällig sind. Aber auch bei den Orks und Goblins ging das, glaube ich, nicht. Das heißt, das Ding können wir einfach verkaufen. So, die Kristallkugel sollte erstmal bei Myrrhm bleiben, da wir hier noch unterwegs sind. Sobald wir aber in Daspota sind oder später in der Herberge, sollte Gwendolyn das wieder bekommen. Jo. Wir haben noch 10 Wirselkräuter, das ist nicht sehr viel. Also auf der Einkaufsliste steht Wirselkräuter, starke Zaubertränke, Pfeile, Gulmondblätter. Hat dann noch jemand welche? Dann können wir die mal zusammenwerfen. Ja, Tirik. So. Dann wollen wir nicht auf den Markt, da sind die Preise immer so doof. Wir haben hier irgendwo noch Hausverbot, ich glaube, das war da oben. Das war auch beim Waffenhändler. Wir wollen jetzt hier einen Kräuterhändler zuerst haben. Grollo, Sohn des Grumblatt. Hallo Grollo, wir würden gerne ein Mengbilar verkaufen. Sonst haben wir nichts an Waffen über, na, außer das Bastardschwert. Ach, jetzt hat Gwendolyn diesen komischen Bug wieder. So, Mengbilar weg. Dein Kurzschwert behältst du erstmal. Der Rapier kann weg. Ja, komm. Dein Rapier kann auch weg. Die Sichel auf keinen Fall. Und Talana können wir auch mal wieder anklicken. Das ist gut. Nein, das Schild behalten wir. So, also verkaufen. Und wir fangen wieder auch an zu feilschen, denn unsere Geldreserven neigen sich doch langsam dem Ende zu. Und wer weiß, auf wie viele Schätze wir noch treffen werden. Wir haben jetzt ja zweimal 500 Dukaten gefunden. Das haben wir jetzt schon alles wieder fast verprasst. Wir sollten nicht darauf zählen, dass sowas nochmal kommt. Deswegen sollte man ein bisschen vorsichtig sein. So, du kannst dein Schild erstmal in die Hand nehmen. Auf Magieresistenz müssen wir erst wieder achten, wenn wir zurück zur Herberge gehen. So, du hast hier ganz viele Heiltränke. Ist ja auch soweit so gut. Du solltest dein Dings wieder in die Hand nehmen, genau. Den Florett verkaufen wir jetzt auch noch. Da wir bestimmt in das Daspota neue finden werden. So. Und wir würden jetzt gerne kaufen. Pfeile 80 Stück. Da wird auch nicht gefeilscht. So. Und die werden auch gleich verteilt. So, du hast 99 Pfeile. Das ist doch ein wenig viel. Gib mal 44 an Yallen. So.
Nächster Stopp Kräuterhändler, wo auch immer der sein mag. Ich guck mal da unten bei dem Turm. Oh, apropos Turm. Vielleicht können wir jetzt ja da rein und kriegen auch Einlass. Letztes Mal wurden wir vom Butler weggescheucht. Hier ist schon mal eine Krämerin. Na gut, stellen wir uns aber mal davor. Talana. Ist die Frage, ob wir jetzt erst ein Prinitrizel sprechen müssen oder gleich rein teleportieren. Ich probiere mal so. Transversalis. Dahin. Der Schwarze Finger ist ein 30 Schritt hoher Turm, ganz aus dunkelgrauem Basalt. Es heißt, dass hier der eigenwillige Doran von Honnigan, ein Geschichtskundiger, lebt, der euch vielleicht bei eurer Suche weiterhelfen könnte. Wir wollen anklopfen. Der Meister wünscht keinen Besuch. Immer noch nicht. Schade. Ich habe irgendwie gehofft, da wir jetzt ja ein wenig aufgestiegen sind und mehrere Kartenteile haben, dass er uns noch ein wenig weiterhelfen könnte. Aber na gut. Dann halt ohne den von Honnigan. Und auf Maraskan fällt ein Sack Reis um. Ja. Minna Musporeiken. Hallo Minna. Seid willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Was ist euer Begehr? Deine Frau und deine Töchter, was sonst? Oh, feier. Da kann man echt was Übles sagen, aber na gut. Seid gegrüßt, wir benötigen Kräuter. Wir sind entzückt, eure Bekanntschaft zu machen. Ja, darauf sagt er mal nix. Wir würden gerne kaufen. Oh, hier gibt's Zaubertrank. Zaubertrank. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die teuren auch die besseren sind. Ich hätte irgendwie erwartet, dass da auch steht starker Zaubertrank. Wir kaufen einfach mal... Ah, da. Hinter den Klammern steht stark. Sehr schön. Dann nehmen wir davon 3, 4, 5 Stück. Dann nehmen wir noch 10 davon. Und 20 davon. Und, das müsste dann ja eigentlich erstmal reichen. Teuer genug ist es ja. 470 Dukaten. Da müssen wir jetzt echt die Daumen drücken, dass es mit dem Pfeil schon klappt. Probieren wir mal 50. Gwendolyn. Legt noch was drauf. Nein. 40. Gwendolyn. Legt noch was drauf. 30. Gwendolyn. Na also. Mann, Mann, Mann. Zäher Geschäftspartner. Aber gut, 329 Dukaten sind es gewesen. Dann verteilen wir mal. Also, Jallen und Myrrim sollen jeweils einen starken Zaubertrank haben. Der Rest gehört alles Talana. So, Zaubertrank stark. Zaubertrank stark. Was haben wir hier? Dann tauschen wir mal die Heiltränke gegen die Zaubertränke. Das klingt doch fair. Talana braucht ja eh nicht mehr. So, du hast ein... Wir haben doch nur 5 gekauft, oder? Das scheint mir jetzt irgendwie mehr zu sein. Aber na gut, ich will nicht meckern. Da hast du auch noch was. So, ja, doch, das sind recht viele. Ah, und irgendwo ist bestimmt wieder, genau, das Expurgikum dabei, dass wir den aus Versehen in die Hand nehmen. Ach so, da sind auch normale Zaubertränke bei. Ah, das werden noch die Reste sein von dem Tempeldiener. Den haben wir ja fleißig damit abgefüllt. Aber na gut. Wir haben genug Zaubertränke. Wir haben Pfeile. Wir haben die ganzen Kräuter. Auch wenn die komischerweise bei Tirik lagern. Aber das soll mir erstmal egal sein. Die Pfeile können noch darüber. So. Und jetzt sind wir eigentlich gut vorbereitet für eine Weiterreise. Wir müssen, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen nach Nordwesten. Da müssen wir hin, nach Taspota. Wir sollten vielleicht mal im Hafen vorbeigucken. Sparen wir bestimmt einiges an Weg. Auch wenn ich nicht alle Dörfer, die in der Nähe sind, kenne. Also Warnheim, klar, das kennen wir auswendig. Nach Taspota direkt fährt bestimmt kein Schiff. Aber was haben wir denn noch? Oh ja, Warnheim. 80 Heller nehmen wir mit. Und können sofort an Bord. Sehr schön, das ist doch mal praktisch. Das Schiff ist auch nicht zu langsam, da sind wir Schlimmeres gewöhnt. Ich erinnere da an eine gewisse Reise, die wir hier unten rum gemacht haben.
wo dann sogar das Spiel abgestürzt ist, weil es zu langsam war. Aber das ist doch gut. Dann können wir jetzt in Warnheim die Zettel abgeben und hoffentlich klappt das auch soweit. Denn wir haben ja die eine Statue zerstört, anstatt sie als Beweis mitzunehmen. Aber es war halt das Richtige. So. Falsche Tür. Immer noch falsche Tür? Die war doch irgendwo hier im Ausgang. Ah ja. Ihr klopft. Nach einiger Zeit öffnet Iliane Windeberg die Tür. Ah, ihr seid es. Begrüßt ihr euch freudestrahlend. Ich habe schon von euren guten Taten Botschaft erhalten. Ah, das ist beruhigend. Sie errötet leicht und setzt etwas leiser hinzu. Entschuldigt, dass ich euch nicht herein bitte, aber ich habe sehr wichtigen Besuch. Wartet einen Moment hier draußen, ich komme gleich wieder. Ah, ja. Hier als Ausdruck meines Dankes. Sie überreicht euch einen vergilbten Fetzen Pergament. Wenn ihr wieder einmal nach Warnheim kommen solltet, dann schaut doch herein. Ihr seid in meinem Haus immer gern gesehen. Mit hochrotem Gesicht setzt sie flüsternd hinzu, nur nicht gerade jetzt. Also dann, auf Wiedersehen. Sie lächelt euch freundlich an und schließt dann verlegen die Tür. Na gut. Oh, noch mehr Hinweise und Fexen statt. Ja, das sind eigentlich mehr als genug Hinweise. Es fehlt nur noch ein kleines Stück von der Karte. Und wir schauen mal jetzt auf die Hauptkarte so. Fexenstadt ist da. Die Karte ist also etwas gedreht und ich denke mal, dann ist das Gebirge hier gemeint. Jetzt nur die Frage, wo hier ein Baum ist. Ein Drachenbaum. Na gut. Aber das wollen wir noch nicht machen, denn unsere Helden sind bestimmt noch nicht vorbereitet. Es ist ihnen ein wenig zu mulmig, jetzt direkt dahin zu gehen. Das heißt, wir gehen jetzt nach das Pota. Hallo Jäger. So, und zur Entspannung mischen wir jetzt ein paar Piraten auf. Njum, njum, njum. Ich habe langsam die Übersicht verloren. Also hier oben haben wir jetzt alles schon gemacht. Da war auch der Tätowierer, da war der Hauptmann. Also haben wir nur noch diese vier rosanen, die vier blauen und das graue Gebäude. Gehen wir doch erstmal zu dem rosanen. Ein Betrunkener. Der Schankraum ist voll von mehr oder weniger betrunkenen Seeleuten. Als die Tür hinter euch ins Schloss fällt, starren euch alle neugierig an. Ihr seid doch nicht etwa neue Sicheln? Warum? Sehen wir so krummbeinig aus? Auf sie! Ja. So muss das sein. So, du gehst mal dahin. Und, oh, wir haben vergessen, die Gulmon-Blätter zu essen. Das sollten wir jetzt kurz nachholen, weil sonst haben wir viel zu wenig Bewegungspunkte. Gegenstand wechseln. Kann sie nicht mehr. Abwarten. So, du hast wenigstens noch genug Bewegungspunkte. Das ist gut. Dann stell dich doch mal... ist alles recht ungünstig hier. Nee, du gehst dahin und wartest hier ab. So, du hast 5 Bewegungspunkte, das ist gut. Dann stell dich doch mal hinter den. Und du... Ja, wo gehst du hin? Von hier hinten könnte Verstärkung kommen. Von da auch. Bleib einfach neben Girogon, das passt schon. Abwarten. Girogon hat auch 5 Bewegungspunkte. Ah, da müssen wir da keine Kräuter essen. Dazu müssen wir auch die Schilder aus der Hand nehmen und die Pfeile und was weiß ich. Das muss ja nicht unbedingt sein. Und es sind eh nur betrunkene Piraten. Das kriegen wir schon hin. So, Tirik. Zeig mal, wie wir das hinkriegen. Okay, dann nicht. Du, hau den. So, Jallen. Wo stellen wir jetzt Jallen hin? Ich denke mal, die schießt gleich den Piraten, der vor Tirik ist, in die Seite. Das klingt nach einem Plan. So, du geh mal dahin. Also damit der vor Tirik schön schnell stirbt, damit Tirik dann Gwendolyn zur Hilfe eilen kann. Denn die kriegt schön immer wieder einen auf den Deckel. So, du schießt weiter auf den, der müsste auch bald umfallen. Oder auch nicht. Ah, die treffen Gwendolyn immer wieder. Ich sollte gleich mal auf normal oder auf vorsichtig bei Gwendolyn umschalten.
Sonst kippt die mir zu schnell um. Komm schon, direkt. Richtig schöner Treffer. Ah, schade. Du wartest weiter ab. Du haust weiter drauf. Och, Türk, komm schon. Du hast bisher noch gar nicht getroffen. Das kenne ich so gar nicht von dir. Aber ja, wenn man 2 Wochen lang versteinert ist, dann rostet das schon ein, hm? So, komm schon, dann muss doch mal einer von euch umkippen. Ihr habt schon so viele Pfeile eingesteckt. Also, erster tot. Du, Randa. Du greifst an, aber bitte auf normal. Schon wieder einen Rücken bekommen. Ah, vorsichtig, vorsichtig. Also, Gwendolyn. So, du. Du kannst mal da in die Ecke gehen, da dürfte dir gar nichts passieren. Und du haust den da. So, du weiter den. Jetzt ruhig vorsichtig. Komm schon, Terek. Na, also. Sehr schön. Abwarten. Du gehst jetzt auf den. Du auf den. Und Gerogon und Terek kümmern sich um den einen, der da abseits steht. Ich denke mal, wenn die beiden Elfen Quillen helfen, dürfte das schon reichen. So, zing. Dann ist der Schaden zwar verteilt, aber dafür machen sie genug Schaden, dass das nicht wirklich auffällt. Und du kannst trotzdem mal zur Seite gehen. So, und Terek gleich auch, dass die Elfen dann doch noch auf den einen schießen können, wenn die beiden da unten tot sind. So, noch ein Feld. So, oh, das sieht gar nicht gut aus. Du sicherst mal. Eventuell muss Gwen dann auch gleich den taktischen Rückzug machen. Du schieß. Oder wir werfen einfach mal einen Blitzdichtfinder rein. Oder einen Fulminictus, dann ist er auch tot. So. Zack. Ja. Immer diese Aggro-Elfen. So, du machst das gleiche nach der anderen Seite. Und schon ist Gwendolyn gerettet. Sauber. Computerkampf, keine Magie. Und dann bringen wir den Kampf schnell zu Ende. Genau, Terek. Schön 11 Schaden. Gerogon mit 1 Schaden hinterher. Ja, so sind wir das gewohnt. So, Talana jetzt nicht unbedingt im Nahkampf. Dafür schießen die Elfen schön im Fernkampf. So muss das sein. Keine Waffen wechseln. Und Terek ist im Weg. Ja? Und Talana ist auch im Weg. Ja, Chaos pur. Aber so muss das auch sein. Keine interessanten Sachen dabei. Nur jede Menge Skra, ja. Na gut, 18 Abenteuerpunkte, 80 Bier und 10 Schnapsflaschen. Nein, danke. Wir heilen uns noch ganz kurz, wollte ich sagen. Aber Yallin, na gut. Wir ignorieren, was in der Vergangenheit war und jetzt heil bitte einfach Gwendolyn. Das ist echt der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was Gwendolyn Yallin angetan hat. Vielleicht ist Yallin noch einfach nur eifersüchtig, aber das ist... Na gut. Mürrim, heil doch bitte mal Gwendolyn. Mit, sagen wir mal, 15. So. Mann, Mann, Mann. Das ist echt komisch mit den beiden. Aber gut, speichern wir erstmal ab. So. Speichern... Das müsste jetzt 68 sein. Und wir sehen uns gleich wieder.